Ja, guten Morgen und frohe Weihnachten. Da ist er nochmal. Zum Jahresende nochmal ein kleines Set vorgestellt, und zwar den lieben Grogu. Was gibt's dazu zu sagen? Ich glaube, ja, steht das hier drauf? Nein. Ja, etwas über 1400 Teile. Das war jetzt kurz die Anleitung, aber dazu brauche ich nicht weiter eingehen. Das kennt ja jeder von Lego. Ja, schnell gebaut. Ich habe so etwas über eine Stunde, ich würde sagen so anderthalb Stunden gebraucht, dann war das Ding fertig. Wer den Yoda kennt oder schon mal gebaut hat von Lego, der weiß, dass es relativ ja, eintönig ist, das Bauen. Ja, man baut hier halt viermal diese Plates an den Seiten und steckt das dann an diese Technikkonstruktion dran. Ja, aber wie gesagt, die Bautechniken sind ganz, ganz nett. Ja, man hatte diesen kleinen schönen Ball, den man kennt aus Mandalorian, ne, sein Spielzeug. Ja, unten beim Yoda waren noch Füße dran. Ich kann euch das mal drehen, da sind einfach nur Plates. Und man sieht schon wieder, naja, bunt ist er innen drin, ne? Das ist klar, das kennt man von Lego. Mal kurz einen Schluck Kaffee trinken aus meiner schönen Weihnachtstasse. Moment. Mhm. Ah, schon besser. So, ja, und dann hat man hier noch einen schönen Stand dabei mit einem kleinen, mit einer ganz kleinen Minifigur. Ja, die steht auf einem Stud. Besteht eigentlich bloß aus dem Kopf und dem Torso. Und natürlich wieder den Aufkleber. Ja, das ist klar. Der ist natürlich mit dabei. Das geht nicht zu bedrucken. Ja, das wird in ein paar Jahren scheiße aussehen, aber ja, gut. Vom Preis her, was würde ich sagen? Nee, du, ich kann es euch gar nicht sagen. Ich habe es geschenkt bekommen zu Weihnachten. Aber ich würde mal sagen, jetzt so, wenn man eine Aktion hat oder so, 70 Euro. Ja, ich orientiere mich da so ein bisschen am Yoda, wo ich den gekauft habe. Der war ein bisschen teurer, aber es wiegt ein bisschen was. Ja, was kann man damit machen? Eigentlich nicht viel. Man kann die Ohren ein bisschen so, wie man möchte. Den Mund kann man zu- oder aufmachen. Was noch positiv zu bewerten ist, ist hier die Augen. Das ist unten bedruckt. Wenn ihr das vielleicht sehen könnt, ist hier so ein bisschen so ein, nur die Iris, so ein brauner. Das ist bedruckt. Das haben sie, also auf ein rundes Teil unten was zu bedrucken, das geht. Ja, das geht nicht. Who knows? Naja, gut. Wie gesagt, das war's schon mit dem kleinen, feinen Video zum Jahresende. Ich wünsche euch, oh, hier kann man reingucken, dann muss man so stellen. Ich wünsche euch ein weiterhin frohes, frohes Fest. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gesund und einen guten Rutsch und hoffentlich ein besseres Jahr, was die Gesamtsituation angeht, 2022. Ich sag ciao.